Willkommen zu einem neuen Video. Die 19-jährige Angelina Holloway aus Florida City in Florida lebt nicht mehr. Grund dafür ist eine einfache SMS, die sie kurz vor ihrem Tod verfasste. Über ein Jahr ist es nun her, dass Angelina nach der Arbeit in ihr Auto stieg und nach Hause fahren wollte. Während der Fahrt sendete sie eine SMS an ihren Freund mit dem Inhalt: "Ich kann es kaum erwarten, dich dieses Wochenende zu sehen." Dann geschah die Tragödie. Die junge Frau kam von der Fahrbahn ab, laut Polizeiangaben fuhr sie einfach zu schnell und war durch ihr Handy abgelenkt. Sie verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, prallte gegen einen Baum und starb sofort. Angelina Holloway wurde viel zu früh aus dem Leben gerissen. Sie engagierte sich in ihrer Gemeinde, studierte Psychologie, wollte verreisen, das alles jedoch wurde durch einen fahrlässigen Fehler zunichte gemacht. Die Mutter der Verstorbenen ist nun etwa ein Jahr nach dem Tod ihrer Tochter mitverantwortlich für eine Kampagne gegen Ablenkung am Steuer. Es wurden Banner mit Angelinas Gesicht und ihrer letzten Textnachricht angefertigt, um auf ihre Geschichte aufmerksam zu machen und junge Menschen vor den Gefahren der Handynutzung am Steuer zu warnen. Darunter steht in Großbuchstaben "It can wait", was so viel bedeutet wie "Es kann warten". Auch von der örtlichen Polizei wurde dieser Weckruf unterstützt. Angelinas Schicksal ging um die Welt, dennoch erscheinen die Risiken erst langsam in der Gesellschaft bekannt zu werden. Unaufmerksamkeit kostet jährlich zu vielen Menschen das Leben. Im Jahre 2015 starben beispielsweise laut dem Verkehrsministerium der USA 3.477 Menschen durch SMS oder sonstige Ablenkung am Steuer. Danke fürs Zusehen. Wenn dir unser Video gefallen hat, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben und teile dieses auf WhatsApp und Facebook.